Pop, ist das süß. Und ach, ich hab auch nicht mal Minute. Nein. Nein. Verdammt. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hier sind der Ingo und die Conny. Und wir haben uns was für euch ausgedacht. Und zwar, wir haben gesehen, dass auf Facebook, auf YouTube und eigentlich im ganzen Internet momentan relativ viele Fragen auftauchen zu Ingo und zu seinem neuen Lied und zu seiner neuen Wohnung und zur Schwiegertochter gesucht und hast du nicht gesehen. Deswegen dachten wir uns, wir machen ein kompaktes Video für euch, in dem der liebe Ingo alle Fragen beantwortet, die die Leute so interessieren könnten. Genau. Ja, das ist unsere Grundidee. So, der erste Fragenblock bezieht sich auf deinen Song, auf Endlich frei. So. Da frage ich mich jetzt, relativ viele Zeitungen haben auch gefragt, ob du ein Gangster-Rapper bist, ob du ein Rapper bist, was du da überhaupt bist, was du da machst. Was bist du? Also ich bin eigentlich, wenn man so sagen kann, eigentlich ein ganz normaler Rapper. Also ein Gangster-Rapper würde ich mich selbst nicht bezeichnen. Aber ich bin nicht so wie Fucking Bang oder Kollege, die da irgendwie so was Schimpfwörter benutzen oder irgendwie sowas. Hm. Also ich bin ganz normaler Rapper. Also das hört man ja auch vom Song heraus. Ja. Das ist eigentlich auch für alle Ohren bestimmt, auch für Minderjährige können sich das ja auch reinziehen. Und das ist eigentlich ein ganz normaler Rap-Song. Okay, also kein Beef mit Kollegen. Nee, so. Nee, noch nicht. Ja. Dann die zweite Frage zu dem Video, die eigentlich direkt hinter der Gangster-Rapper-Frage kommt, ist immer RTL. RTL hat angeblich, also sagen zumindest Leute, den Song produziert. Es gibt sogar Leute, die sagen, RTL 2 hätte den Song produziert. Keine Ahnung warum. Es gibt Leute, die sagen, du lebst von RTL, du kriegst dein Gehalt von RTL. Was stimmt denn jetzt? Also, dass ich da irgendwie RTL den Song produziert hat oder irgendwie da mich Geld für gegeben hat oder irgendwie da mitgemischt hat, das kann ich sagen, nein. Das war eine reine Aktion von mir und Sebastian. Wir haben den Song produziert, er hat den Song geschnitten, er hat die Aufnahmen gemacht und RTL bezahlt auch nicht meine Miete. Bezahlt nein? Auch, nein. Verdammt! Die bezahlen auch nicht mein Essen, weil ich gehe auch richtig arbeiten. Ich mache eine Ausbildung als Fachlagerist und davon bezahle ich das dann alles. Also RTL hat da weder was mit zu tun gehabt von Song noch sonst irgendwie was in dieser Form, Art und Weise. Der Song war ein reines, privates Geschäft zwischen mir und Sebastian. Mhm. Okay. Und mit deiner Ausbildung, wie weit bist du da jetzt? Ich mache momentan ein Jahr. Also ich bin jetzt gerade im ersten Lehrjahr drin. Nächstes Jahr noch und das ist ja Fachlagerist. Und ja, die Ausbildung macht Spaß. Viele wissen dann auch nicht, dass ich eine Ausbildung mache. Soll ich doch 6 Uhr morgens aufstehen, schön 8 Stunden arbeiten gehen. Ja. Da weiß man, was man gemacht hat. Ja, der rappende Fachlager. Genau. Jetzt gab es auch viele Leute, die sich gefragt haben, ob du denn auf Tour gehst oder ob du ein Album machst oder ob du zum Ballermann gehst. Also zum Ballermann würde ich eher sagen, denke ich mal eher so weniger. Also nee? Da bin ich, glaube ich, nicht so der Typ für, da irgendwie 3 Uhr morgens dann da aufzutauchen und da irgendwie Stimmung zu verbreiten. Also das glaube ich eher nicht. Und ob ich dann auf Tour gehe oder so, das wird sich einfach mal entscheiden für nächstes Jahr vielleicht. Einfach mal gucken und da wird einfach geschaut, was nächstes Jahr ist. Hm. Da bräuchst du ja noch mehr Lieder, ne? Für so eine Tour, ich meine. Genau, da wird einfach geguckt, ob ich dann da mehr Lieder mache oder nicht. Einfach mal schauen. Ja. Der zweite Themenblock, um den es gehen soll, ist eigentlich relativ allgemein oder beziehungsweise bezieht sich eigentlich auf deinen Umzug. Es haben ja viele Leute, muss man ja ehrlich sagen, das ein bisschen belächelt. Gesagt, komm, ne? Der ist doch dann immer noch halt bei Mutti und so weiter. Wie ist es denn mit Mutti oder mit Papa jetzt momentan? Bist du denn drüben morgens, mittags, abends, Frühstück, Abendessen? Nee, eigentlich nicht. Also das kommt höchstens einmal eine Woche mal vor, mal sonntags frühstücken. Aber die restliche Zeit bin ich hier, mache mich hier morgens meine Brote. Mittags, wenn ich nach Hause komme, mein Mittagessen, Abendbrot und das war's. Mhm. Also so richtig großartig darüber hängen, Mittagessen oder so, eigentlich nicht. Wenn es mal besondere Anlässe sind, ja. Ja gut, dann gehe ich mal kurz mal rüber mein Mittagessen, aber dass ich da jeden Tag jetzt rumhänge, eigentlich nicht. Also das heißt, du kochst auch für dich selber? Ich koche auch für mich selber, mache auch für mich selbst Brote und dann mache ich alles für mich selbst. Mhm. Aus der Dose kochst? Also nicht die Brote aus der Dose, ich meine, kochst du für dich? Also was kochst du denn für dich? Ich koche mal meistens das Reis mit Gemüse oder ein Stückchen Fisch dabei oder dann manchmal Aufläufe. Oder einfach mal einfach ganz einfach normale Frühlingssuppen oder so. Also nichts aus der Dose. Da wird schon frisch gekocht bei mir. Ja, der Lutz hat dir das, glaube ich, beigebracht. Genau, mein Vater hat mir das ja beigebracht. Der weiß ja, wie kochen geht. Ja. Und er hat es mir auch beigebracht. Ja, cool. Was hat sich so allgemein für dich verändert, seit du nicht mehr drin wohnst? Eigentlich großartig, gar nicht. Nur müssen wir vielleicht meine Wohnung sauber machen. Aber das ist das Einzige, was ich jetzt drüben jetzt nicht gemacht habe. Aber so kochen, waschen und so, das habe ich alles noch drüben gemacht. Und so großartig hat sich jetzt nichts verändert, das muss man schon sagen. Okay, gut. Dann kommen wir auch schon zum allgemeinen Themenblock.
Es sind jetzt auch so ein paar provokative Fragen, die ich rausgesucht habe, weil ich mir dachte, man muss einfach mal zur Stellung nehmen. Die erste wäre, glaubst du denn, du bist ein Promi? Also ob ich ein Promi bin oder nicht, also selbst sehe ich mich selbst nicht als Promi. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, der ist ein Promi, und da sage ich, ja, den kenne ich ja selbst noch gar nicht mal. Was ist denn da Promi, was hat der denn da gemacht? Mhm. Also es ist immer so, hängt immer von der Öffentlichkeit ab. Ich sag mal so, die Leute entscheiden, wer Promi ist. Wenn die Mama auf der Straße erkannt wird, geredet wird, kann man schon sich sagen, selbst sagen, du bist in der Promi-Szene. Und da ich selbst schon manchmal Promis getroffen habe, die mich auch selbst erkannt haben. Also persönlich fühle ich mich selbst nicht als Promi, aber man kann mich als Promi zählen. Aber ich bin ganz normal wie jeder andere auch. Der Prominente ist ja auch eigentlich nur bekannt, ne? Ja. Und ich meine, wenn man mit Ingo durch Düsseldorf geht, dann kommt man nicht weit, weil... Ne, Selfie-Alarm und so. Also bekannt bist du auf jeden Fall, das stimmt. Wir haben vorhin kurz schon die Ausbildung angesprochen, weil das Lustige ist, wenn du manchmal ein Foto postest, egal was es ist, ob du gerade beim Dartspielen bist oder sonst wo, gibt es irgendwer einen, der drunter schreibt, geh arbeiten. Ja, also wir stellen das jetzt nochmal klar, du gehst arbeiten, ja? Ich gehe auf jeden Fall arbeiten, bezahle meine Steuern regelmäßig. Ich stehe wie morgen 6 Uhr auf, mache mir da fertig, gehe um 7 Uhr los. 7.30 Uhr beginnt die Arbeit von mir bis 16 Uhr, manchmal auch sogar jetzt bis 15 Uhr nur, und arbeite dann ganz normal 8 Stunden durch, habe ganz normale Pause, und ja, man weiß auch, was man auf jeden Fall gemacht hat. Ja. Dann habe ich noch einen Kommentar gelesen zu der Single-Party, wo du letztens warst. Die war in, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwo in Richtung Köln und dahinter. So, die NRW war es auf jeden Fall. Ne? Da hat einer drunter geschrieben, glaubst du denn wirklich, du kriegst ein Topmodel? Dachte ich mir auch wieder, das ist so ein Kommentar. Aber ich dachte, ich hau ihn dir auch mal an den Kopf, weil es ist ja eigentlich mal eine interessante Frage, ne? Wie deine Traumfrau aussieht oder was du erwartest. Also ich sag mal so, für mich ist, wenn ich eine Frau kennengelernt habe, eine Frau kennenlerne, ist die für mich automatisch ein Topmodel. Ist das süß! Das ist ja nur so eine Formulierung. Ja. Man sagt ja, was ist jetzt wirklich ein Topmodel? Das wird ja von uns, von den Medien ja vorgegeben, das ist jetzt ein Topmodel. Obwohl sie manchmal, die meisten Topmodels finde ich noch nicht mal richtig attraktiv, so, ne? Die sind zu mir, zum Beispiel für mich sind sie persönlich ein bisschen zu schlank dann. Ja, man spürt dann sogar die Knochen, man muss ein bisschen was Fleisch haben zum Anpacken. Und wenn ich da die richtige Frau kennengelernt habe, dann ist die für mich ein Topmodel. Dann ist die für mich schon die perfekte Frau, wo ich werde gesagt, die sieht für mich schön aus. Die ist für mich jemand und ja, die passt doch auf einen. Also für mich ist das schon ein richtiger Topmodel. Dann, es kommt für mich, bei mir sowieso nicht nach dem Aussehen an, sondern eher nach dem Charakter. Und was ist dir da wichtig beim Charakter? Also beim Charakter muss man wirklich sagen, da ist mir sehr wichtig, dass sie nett ist, dass sie treu ist, dass sie wirklich ehrlich ist und dass man auch über jedes kleine Problem mal reden kann, wenn was aufgetaucht ist. Dass man nicht direkt sagt, ja, haben wir jetzt einen kleinen Streit, ja, Beziehung wird jetzt hier beendet, also das auf jeden Fall nicht. Dass man wirklich sich hinsetzt, mal darüber redet und wirklich sagt, ein Problem mal wirklich versucht zu lösen. Und wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, ich möchte den Ingo gerne kennen, oder noch nicht mal jetzt beziehungsweise, aber ich möchte einfach den Ingo mal gerne kennenlernen, oder ich möchte mal gerne mit dem Ingo feiern oder so, gibt es da irgendwie, dass du sagst, es gibt Termine, wo du zu Diskotheken gehst, wo man dich treffen kann? Also wenn irgendjemand mal sagt, Ingo, kann man dich irgendwie mal persönlich treffen, sage ich, man kann mich da und da mal antreffen, oder ich bin da mal da in Köln Richtung unterwegs, oder ich bin da zum Beispiel auf der Diskothek, oder mal da in der Stadt mal, wenn du mal Lust und Laune hast, kann man sich mal irgendwie zufälligerweise das mal treffen. Oder man kann sagen, hör mal, irgendwo, ich möchte dich gerne irgendwie für eine Geburtstagsparty buchen, sag ich, mach das gerne. Ach, das geht auch, ja? Das geht auch. Das war auch meine letzte Frage. Also das war der Fragenpool, den wir uns ausgesucht haben, beziehungsweise den ich mir ausgesucht habe und den Ingo eigentlich ehrlich gesagt mehr oder weniger überrumpelt hat. Ja, genau, weil wir es einfach wichtig fanden, dass Ingo mal darauf reagiert, was so gefragt wird. Ne? Weil wenn du dich hinsetzt und den ganzen Tag da anfängst, da Antworten zu tippern, ich glaube, das ist... eine Frage habe ich noch. Wo ich dich gerade angucke, die steht aber nicht auf meinem Zettel. Eine Userin hatte geschrieben, du hast so schöne Augen, welche Farbe ist das denn? Ich guck mal kurz, die sind dunkelbraun. Ja, das ist jetzt so der Service am Kunden, dass wir das, die sind dunkelbraun, die Augen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ich hatte sehr viel Spaß, du auch? Ja, auf jeden Fall. Und wenn da noch mehr Fragen auftauchen, können wir vielleicht das mal wiederholen, wenn ihr möchtet. Kein Problem. Von uns aus sehr gerne. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja. Viel Spaß. Schönen Tag, schön viel Spaß beim Schauen und hoffen wir mal, wir konnten euch helfen, mit einigen oder zwei Fragen zu beantworten. Genau. Okay, dann bis dann mal.